Ahoi, liebe Reisefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist die Osterzeit und Ostern heißt für uns, wir sind on Tour. Im Gegensatz zu letzten Jahr, da waren wir ja nur 3 Tage unterwegs. Ja. Sind wir diesmal noch ein paar Tage mehr unterwegs und zwar sage und schreibe 6 Tage. Ach so, wir verdoppeln das einfach mal. Und wir haben richtig Bock drauf. Und das Schöne ist, wir wissen nicht, ob es was wird, was wir geplant haben. Für uns geht es auf jeden Fall runter nach Bayern. Da treffen wir uns mit unseren Jungs aus Österreich. Die kommen morgen am Karfreitag, die müssen nämlich noch arbeiten. Und dann wollen wir grillen, denn Stefan hat wie immer den Willen. Zum Grillen. Und jetzt haben wir schon so viel gelabert. Wann geht's eigentlich los? Nach dem Intro. Und nach dem Intro gibt's gleich was zu sehen, Fahrszenen oder sowas. Und dann melden wir uns, wenn wir unseren Endziel heute erreichen, wo immer das ist. Schauen wir mal. We're the queens of the party. Working hard, yeah, we're run things. If you wanna be with us, then say da. Yeah, we're the queens of the party. Working hard, yeah, we're run things. If I'm asking you any questions, say da. When I entered the room, all eyes on me. Had I no pressure, I am the one who beats. Run the tough lane, I know what I want. Rise a quicksand, don't you rumble. Got my looks and the beat and my girls, but you should know. We're the queens of the party. Working hard, yeah, we run things. If you wanna be with us, then say da. We're the queens of the party. Angekommen. Ein paar Kilometer haben wir hinter uns. Ich weiß gar nicht, wie viele. Über 200 Kilometer haben wir auf jeden Fall schon heute gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, so 300 knapp. Na, das glaube ich nicht. Aber wir können das nochmal recherchieren und können euch das morgen, also sprich, wenn ihr die Augen wieder aufmacht, könnt ihr das, können wir euch das sagen. Ja, wir sind in Eisenberg, kurz hinter Thüringer Grenze. Der Platz, wo wir hin wollten, für 5 Euro 7 Stellplätze, alle schon belegt. Dafür der hier kostenlos. Deshalb stehen wir jetzt auf dem kostenlosen Parkplatz, haben und theoretisch eine Aral-Tankstelle direkt hier. Ja, und der ist mittendrin in Eisenberg. Also von daher noch besser gelegen eigentlich. Wir wären relativ auch dicht dran gewesen. Wir sind einmal quer durch. Es scheint eine schöne Stadt zu sein. Wir werden sie nicht besuchen, weil ist nicht unser Ziel. Wir wollen runter nach Bayern. Da warten unsere Österreicher. Mhm. Da wartet die Sissi. Mit dem Franzl. Na nett. Wer jetzt von den beiden Sissy ist, das können die dann ausmachen. Wieder. Auf jeden Fall, machen wir jetzt unser typisches Würstchen essen. Und es ist Gründonnerstag. Und ich glaube, ihr wisst, was bei Amazon Prime, keine Werbung, selbst bezahlt, läuft. Und das gucken wir jetzt gleich. Okay. Last One Laughing. So heißt das Ding. Das schauen wir. Wir freuen uns schon tierisch drauf. Und melden tun wir uns dann morgen früh wieder. Wenn wir ausgeruht, mal gucken, wie es so ist. Dann werden wir es euch auch berichten. Ja. Melden wir uns dann wieder. Und dann geht's weiter zu Sissi und Franzl. Oh, war ja. Guten Morgen. Moin, moin. Wir haben es noch nicht mal um 9. Bin ich froh, wenn morgen die Zeitumstellung ist. Also übermorgen. Weil... Ach so, ist man besser im Trott, meinst du? Ja, ist man besser im Trott. Also momentan, es ist so hell früh morgens, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben unsere Nähe zueinander, und das hat nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun, nicht, dass ihr das missversteht, sehr früh, weil es war sehr hell. Ich habe gedacht, das ist sehr hell, ich wollte schon dunkel machen. Irgendwann hat mein Wecker geklingelt, dann wusste ich, es ist gerade mal 6.25 Uhr. Ich will definitiv nicht aufstehen. Aber
So ist es nun mal. Wecker habe ich jetzt deaktiviert, weil wir haben ja eigentlich... war vernünftig. Weil Montag, dieser Mittwoch würde der uns angehen und das wollen wir natürlich nicht. Richtig, deswegen habe ich ihn auch ausgeschaltet. Gestern natürlich. Ja, mir aber nicht Bescheid gegeben. Doch, habe ich gesagt, ich schalte jetzt den Wecker aus. Lass mich raten, ich habe wieder am Handy gedaddelt. Richtig, wie immer. Irgendwann besorge ich mir so eine App, wo du dann automatisch, du redest und die App sagt, er daddelt am Handy, red mit ihm nicht. Oder schick mir eine WhatsApp, dann sehe ich es auch. Das Problem ist, der daddelt die ganze Zeit am Handy und das ist schwierig, da irgendwann mal zwischenzukommen. Das stimmt gar nicht. Ich muss also die Aufnahmen abwarten, wenn ich dir was mitteilen will. Ich will mir jetzt irgendetwas mitteilen. Ja, ich will jetzt losfahren. Das klingt nach einem Plan. Ja, der Platz, wo wir hinfahren wollen, in der Nähe von Regensburg, ist offiziell noch zu, macht erst am 31.03. auf. Das heißt, es würde heißen erst Ostersonntag. Montag eigentlich, also am 1. April. Ja. Wir sind gespannt, wir fahren einfach hin. Wir haben zur Not Alternativen, wir sind auch noch früh am Tage. Unsere Jungs aus Österreich sind noch lange nicht los. Mhm. Ah, nee, nicht unsere Jungs. Sissi und Franze sind noch nicht los. Oh. So, das kriege ich jetzt nicht mehr raus. Und das Schöne ist, sie sehen es erst, da sehen wir sie, da sind sie wieder weg. Das ist ja, ja. Ja, ja. Du kannst dich doch nicht zusammenreißen, während du die Aufnahmen machst, wenn die da sind. Ja, da muss ich dann aufpassen, was ich da sage. Ja, ja. Gut, wir wollen los. Ein paar Kilometer haben wir, über 200. Oh, die rocken wir jetzt, ne? Genau, also los geht's. Say da, da, da. Worldwide. We're the queens of the body. In Vogel. Strauß? Vogel. Wie heißt der Ort hier? Ja, gute Frage, ich weiß auch nicht. Mit V geschrieben. Frohnstrauß? Ja. So eine Art heißt der Ort. Egal. Ja, eigentlich ist der Platz noch nicht ganz offiziell geöffnet. Aber man kann tatsächlich da stehen. Und es gibt aber halt keinen Strom und auch die Toiletten sind halt noch nicht geöffnet. Das macht auch gar nichts, hat man ja alles an Bord, ne? Ja, deshalb haben wir aber wunderbaren Platz. Wir stehen direkt an der A6 Richtung Nürnberg, Richtung theoretisch sogar Tschechien. Also das ist gleich hier oben. Jawohl. So, dass wir morgen uns auf jeden Fall und heute Abend, wenn Sissi und Franzl da sind, Tiger treiben, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, könnte sein, dass sie sich melden. Ja. Genau. Ein Herzchen haben sie geliefert. Genau. Ja. Da müssen wir erstmal beraten heute Abend, was wir machen. Das heißt, in diesem Video werden wir euch noch nichts vielleicht sagen können, was wir machen können, was wir vorhaben, wenn es nachher aufhört zu regnen, weil warum auch immer regnet es gerade, möchten wir eine Vorspeise machen. Nee, das war nicht der Plan, sondern da möchten wir euch die Stadt zeigen. Wir wollen doch natürlich in dieses ein kleines Städtchen hier in Bayern reinschauen, wenn wir schon mal hier sind, damit wir euch auch was zeigen können, sonst ist es nur Gelaber, Gelaber, Gelaber. Aber das ist auch wichtig, denn das ist die Verpflegung. Verpflegung ist immer wichtig, ne? Essen ist wichtig. Und das heißt, wir werden dann wohl grillen. Der Willen zum Grillen. Der ist mal wieder da. Wie gesagt, du machst die Vorspeise und ein Brot wird auch gebacken, dass wir ein schönes Baguette-Brot haben. Ja. Ja, und dann hoffen wir, dass wir nachher, wie gesagt, euch ein bisschen was aus dem Städtchen zeigen können und ich fange an zu schneiden. Ja. Vorspeise ist erledigt. Da stehen die Pakete. Kuchen wollte ich gerade sagen. Nein, ist natürlich nicht Kuchen, sondern ist ein Brot. Also kein zwei Brote. Kuchen. Nee, kein Kuchen. Machen wir später noch. Aber Brote sind auch aufgesetzt. Die haben sich jetzt im Prinzip hinten, wir haben ja hinten die Heizung, unterhalb des Bettes. Da habe ich das Bett hochgeklappt. Dort ist ein Fach. Und dieses Fach nutze ich jetzt sozusagen dafür, dass es schön warm da drinne ist und dass ich da im Prinzip den Omnia schon komplett reingesetzt habe, dass der Teig von den beiden Broten schön gehen kann. Ja,
Da mir ja sonst immer ein bisschen langweilig ist, ne, habe ich mir was zum Basteln mitgebracht. Das erzähle ich euch auch gleich. Marcel, der schneidet da übrigens. Und ja, was bastel ich hier? Ich habe hier, was soll ich sagen, dickere Kabel. Und zwar 4 Quadratmillimeter Kabel. Und die sind für die Heizung. Wir haben nämlich einen Fehler gehabt. Und zwar hieß der Fehler von wegen, entweder es ist die Hauptplatine kaputt oder es ist zu wenig Strom da oder liegt gar nicht an. Das sagt der Fehler aus. Ich weiß jetzt nicht, P oder E 102H oder sowas ist es. Ich will ausschließen, dass unser Durchmesser nicht passt, denn der ist ein bisschen zu klein dimensioniert, definitiv. Ist ausreichend für die Sicherung, also die Sicherung ist mit 15 Ampere abgesichert und das Kabel ist auch für 15 Ampere ausgewiesen, also von daher alles gut. Dieses hier kann halt jetzt ein bisschen mehr, das kann halt 20 Ampere, wir hauen dann da dementsprechend auch die richtige Sicherung da rein. Und dann hoffen wir, dass dieser Fehler nämlich nicht mehr kommt. Dieser Fehler war da, weil wir die Stufe High benutzt haben, des Gebläses, also da braucht die Heizung ja ein bisschen mehr Strom. Ja, naja. Also von daher habe ich mir gedacht, ich nehme mir das einfach mal mit, wenn ich die Gelegenheit habe, wie jetzt, wo wir einfach warten, dann baue ich die doch mal ein. Das Problem ist, vom Vordersitz, also vom Fahrersitz bis nach hinten hin, muss das verlegt werden. Das heißt, einmal quer durchs Fahrzeug durch, aber es gibt gute Ecken, wo man da ganz gut durch kann. Jo. Ein Laberkopf bist du. Du solltest doch einfach nur kurz erzählen, was du gemacht hast und was du jetzt vorhast, weil ich wieder schneide und du dich dann wieder langweilst. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall, Wetter wird besser. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall euch was Schönes zeigen können hier. Hier soll es so eine Art Schlosszucker geben. Wir sind echt gespannt hier. Und ja, mal gucken, was das wird. Es wird kein extra Video dazu geben. Also wir werden jetzt nicht euch zeigen, wie das Kabel lang geht. Es ist ein Reisevlog, kein Technikvlog. Also da gibt es jetzt nichts. Irgendwann gibt es ja noch dieses Reparaturvideo, was wir hier produzieren wollen. Und dann können wir euch vielleicht sagen, was wir da gemacht haben. Das ein oder andere Bild wird wahrscheinlich gemacht werden. So, und jetzt habe ich auch genug gelabert. Stefan will ja arbeiten. Was ein Doing heute. Ja. Und das am Karfreitag, wo eigentlich frei bedeuten würde. Aber wir haben halt ein bisschen was ja frei gemacht. Stefan hat wirklich die Kabel gezogen, bis zum geht nicht mehr. Davon gibt es keine Bilder. Weil der hat hier so rumgeflucht teilweise, also das fotografiere ich besser nicht. Weil es war schon eine Arscharbeit von hier nach da ganz hinten zu machen. Kann man so sagen. Ja, und nebenbei noch ein Brot gebacken. Also hier ein schönes Roggenmischbrot, kann man schon sagen bei uns, ne? Genau. Und schön knusprig, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also, und auch ein Baguette, weil wir nachher grillen wollen. Richtig. Geflogen ist er schon. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Nämlich so sieht das da jetzt aus. Also ich würde sagen, ein bisschen näher ran. Ich würde sagen, das hat schon was. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Jetzt essen wir und dann wollen wir auf jeden Fall noch ins Dörfli rein. Mal gucken, was es jetzt so zu sehen gibt. Machen wir so. That's delicious! Nee, ist nicht Weihnachtsmarkt in Berlin, war lecker Brot, wirklich. Also kann ich empfehlen, da kommt noch ein Da Rezept kommt noch ein Video, zu. Weil noch ist es nicht draußen. Nein. Wir wollten es immer machen und dann hat es sich hingezogen. Aber irgendwas brauchen wir ja auch für der zweiten Staffel von Buggys Kombüsenstudio. Richtig. Aber Leute, ich muss euch enttäuschen, das zieht sich noch. Ja. Ich glaube vor...
Schottland wird das nichts. Vor Schottland auf keinen Fall. Und erst wird sich wahrscheinlich, wenn die Schottland-Reise so langsam zu Ende geht, dann könnte es losgehen. Wir schauen einfach. Wahrscheinlich in der Sommerzeit werden wir euch mit Buggys Kumpelsenschule fahren. Jetzt wollen wir uns aber in diesem wunderschönen Ort, den wir immer noch nicht wissen, wie er heißt, Fohenstrauß, glaube ich, heißt das. Fohenstrauß könnte das sein. Fohenstrauß, ja, richtig. Mit H geschrieben. Genau. Fohenstrauß. Genau, Fohenstrauß. Ja. Und da, wie gesagt, wollen wir uns jetzt so ein bisschen umschauen. Das Wetter ist ja genial gerade. Deswegen kommt einfach mit. Wir gucken das uns gemeinsam an. Machen wir das? Ja, jetzt los geht's. Sehen wir uns mal an, ja. Das Go ist gerade eingetroffen. Vom Franze. Weiß ich nicht. Doch, war Franze, glaube ich, oder? Ich gucke nochmal. Du hast gesagt, das müssen die unter sich klären. Ja, eigentlich ist es das für uns. Ja, ist das ja, klar. Ja, 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 ja. Selber mal. Ja, wir haben es ausgenutzt. Stefan hat das heute Morgen schon gemacht. Ach so, das Schnippeln, genau, habe ich ja gesagt. Fehlt zwar vom Rasieren, aber. Ach so. Weil wir haben mal Zeit genommen und. Das Eis war echt lecker. Oh ja. War jetzt ein bisschen komisch, weil es war ja ein Spaghetti als Classico, das Erdbeereis mit dabei. Mit dem Vanilleeis ging das aber ganz gut. Und, das seht ihr leider nicht im Hintergrund. Ja, wir blenden euch da ein paar also schöne ganz leicht sieht man das Bilderaufnahmen ein. Richtig cooler Sonnenuntergang. Mhm. Und jetzt heißt es Grill raus. Genau, weil die Kaiserin kommt. Und der König. Ja, ist auch der Kaiser da. Ja. Ich weiß. Ich wollte mal nur gucken, ob du aufpasst. Die Schicksalsstunden einer Kaiserin, die werden hier gleich passieren. Ja, vielleicht sind das auch unsere Schicksalsstunden, wenn die davon erfahren. Dann ist vorbei. Nein. Nein. Wenn sie da sind, hören wir auf mit dem Scheiß. Ja. Gut, auf jeden Fall freuen wir uns jetzt drauf. Ich werde mich hier um den Tisch kümmern, alles, weil wir werden natürlich hier essen, weil wie gesagt, die haben also gerade Sissi hat heute lange gearbeitet. Und dementsprechend müssen wir. Ich glaube, es hat ja auch keine. Ja, du solltest jetzt aufhören. Jetzt ist mal gut. Ist echt gut, ne? Du machst dich einen Grill und ja. Dann werden geht's wir euch hier weiter, ne? Im nächsten Video A erzählen, wo es hingeht. Mhm. Und B den Stellplatz vorstellen, der dann wahrscheinlich, wenn es wieder online ist, auf jeden Fall auch mit Strom und alles ist, wie gesagt, in den Winterzeiten nicht. Und ich glaube, es ist einfach Zeit, jetzt das Video zu beenden. Wie gesagt, die Jungs, kennt ihr. Morgen haben wir dann mehr davon. Und dann, wie gesagt, im nächsten Video sind sie dann mit dabei. Bei den ersten Abend sollten wir uns gönnen. Genau, machen wir. Haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Richtig. Also. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Bleibt vor allem gesund. Kommentiert gerne. Wart ihr auch schon mal in der Gegend? Dann abonnieren. Ja, Glocke nicht vergessen zu drücken. Genau, dann macht's Bing. Macht's gerade Bing. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Maybe someday soon.